Aus der Bürgerschaftswahl in Bremen geht die SPD als stärkste Kraft hervor. Die Partei von Bürgermeister Andreas Bovenschulte kommt Prognosen zufolge auf rund 30% der Stimmen. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Frank Imhoff wird zweitstärkste Kraft mit rund 25%. Die Grünen erleiden deutliche Einbußen und kommen auf rund 13% vor Linken und FDP. Die Liberalen müssen mit gut 5% um den Einzug in die Bürgerschaft bangen. Die rechtspopulistische Partei Bürger in Wut schneidet mit gut 10% stark ab. Sie profitiert davon, dass die in Bremen tief zerstrittene AfD nicht zur Wahl zugelassen wurde. Bovenschulte führt in Bremen seit 2019 eine rot-grün-rote Koalition. Wegen Besonderheiten im Bremer Wahlrecht wird ein vorläufiges Ergebnis erst am Mittwoch erwartet.